Hallo da draußen. Schicksal, Zufall oder Glück? Wie soll ich das jetzt sagen? Wir sind einfach mal über Park4Night einen Stellplatz angefahren, weil wir nicht in dem letzten Dorf bleiben wollten, weil es da wiederum kein Internet gab. Ja, und dann haben wir festgestellt, dass wir eigentlich schon in unserem nächsten schönsten Dorf Frankreichs gelandet sind. Cool. Der Stallplatz, wo wir stehen, der ist so einen Kilometer Fußmarsch. Nee. Ich weiß nicht. 753 Meter Fußmarsch zum Zentrum. Also zum alten Ortskern. Ja, leider führt der Weg über die Straße. haben wir eigentlich schon gesagt, wo wir sind? Nein. Nein. Ja, wir sind wieder tolle Reiseführer. Und ich habe keinen Schimmer, wie es heißt. Also, ich glaube, wir sind bei Nummer 15 der schönsten Dörfer Frankreichs, wenn ich mich nicht irre. Sonst ploppt es gleich hier oben auf, wenn es falsch war. Und wir sind in? Belvès oder Belvès. Ich würde sagen, man sagt Belvès. Aber ich sag jetzt mal so. Gut, jetzt kommt wieder ein Fahrzeug. Egal. Also, was haben wir herausgefunden über Belvès bisher? Es ist eine Mittelalterstadt und es soll hier wohl 7 Glockentürme geben. Einen sehe ich schon, ihr noch nicht. Und da Höhlenwohnungen soll es hier auch wieder geben. Aber jetzt zum ersten Turm. Nummer 1. Das ist doch mal eine Ansage. Ansonsten sieht es ziemlich verschlafen hier aus. Ob heute jemand zum Aperitif kommt um 11? Keine Ahnung. Also die Folterei hier in Frankreich, die wird wohl überall stattgefunden haben. Denn auch hier an dem Marktplatz, an der Halle hier, wurden auch Leute angekettet. Wir beenden unsere Tour in Belvès. Ja, viele Türme, aber es waren nicht alles Glockentürme, also 7, keine Ahnung, wo die versteckt sind. Wir haben auch nicht mehr danach gesucht, weil ehrlich gesagt dieses Dorf nicht zu unseren Favorites zählt. Nee, wir fahren jetzt einfach mal weiter. Ist ein Mittelalterdorf, es ist wahrscheinlich auf alten Mauern aufgerichtet, aber viele Renovationsarbeiten, sieht nicht mehr so spektakulär aus, oder? Sind wir in letzter Zeit zu verwöhnt worden? Ja, keine Ahnung, aber das nächste Dorf verspricht auch wieder so einiges. Ich bin gespannt. Mal sehen, was kommt. Out in stormy weather, I might have the blues, but nothing ever stopped me from dusting off my shoes. You might think you'll see me. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in Montpazier, Dorf Nummer 16 unserer schönen Reise durch die schönsten Dörfer Frankreichs. Was ist denn jetzt kaputt? Ja, wenn das Wetter scheiße ist, muss man halt ein bisschen lustig sein, ne? Also, wir sind im nächsten Dorf. Auf dem offiziellen, kostenfreien Wohnmobilstellplatz. Also einfach ausgeschildert, wieder mal am Ortseingang. Wir sind den Schildern gefolgt und so wie das hier überall in Frankreich immer ziemlich einfach geht. Ja, ist ganz nett hier, oder? So viel zu Freistehen in Frankreich. Es ist unmöglich. Frankreich macht Freisteher kaputt. Man darf überall kostenfrei rumstehen.
Montpazier, jetzt schon ein Dorf, wieder ganz nach unserem Geschmack. 32 Monuments Classés, also geschützte Gebäude, soll es hier in diesem Dorf geben. Schick. So, wir brauchen eure Hilfe. Weiß einer, wozu diese Töpfe gut sind? Keine Ahnung. Also hier steht man quasi wie auf so einem Podest in dieser Markthalle und hier stehen 3 Fässer, Töpfe in verschiedenen Größen. Die könnte man, wenn sie nicht fixiert werden, wären kippen nach vorne. Also ich tippe ja wieder auf ein Folterinstrument. Ich habe an Suppe gedacht. Keine Ahnung. Vielleicht finden wir noch jemanden, der uns es erklärt. Und zum heutigen Wetter, heute haben wir 85 Grad. Hallo, Rosemary. Was natürlich schade an diesen kleinen nostalgischen Dörfern hier ist, das ist, dass die großen Supermärkte hier leider diese kleinen Geschäftsleute kaputt machen. Und die sind natürlich, die ärgern sich darüber. Also am besten immer das Baguette schön brav beim kleinen Bäcker holen und nicht im Supermarkt. Das schmeckt eh nicht so gut. Was bestimmt noch interessant in diesem Dorf wäre, das Bastidio. Da gibt es eine Ausstellung von so... eine archäologische Ausstellung und Mittelaltergärten, irgendwelche digitalen Vorführungen oder wie sagt man das, von früher. Also keine Ahnung, da gibt es ganz viel so historisches Zeug noch. Mittelaltergedöns. Aber das hat erst wieder ab April geöffnet. Also können wir euch das leider nicht zeigen. Also ich würde mal sagen, die beste Zeit für so eine Tour... Ja, vielleicht Frühjahr oder Spätsommer. Spätsommer? Oder ab April. Ja, aber Spätsommer würde ich sagen, dann ist hier das Wetter bestimmt auch noch richtig angenehm. Und die ganzen Dörfer natürlich noch ein bisschen belebter als jetzt. Ich könnte mir vorstellen, dann ist das noch ein Ticken schöner hier. Leute, es läuft alles aus dem Ruder. Wir haben ein Problem. Ja, der Plan mit den 25 Dörfern ist jetzt irgendwie hinüber. Es hat uns ja schon jemand angeschrieben, dass wir das nicht schaffen würden. Und das werden wir auch nicht. Wir sind jetzt ein Dorf angefahren, um einen Stellplatz zu finden. Und da ist es dann passiert.
als wir in das Dorf reingefahren sind, haben wir ein Schild gesehen und da steht drauf, dass es auch ein schönstes Dorf von Frankreich ist. Was machen wir denn jetzt? Und das liegt nicht auf unserer Route. Das war nicht von uns so geplant. Ich hatte das nicht auf dem Plan. Und nun sind es keine 25, es sind 26. Scheiße. Alles kaputt. Übrigens, wir sind in Villarreal, so heißt das Dorf. Es gibt wieder eine alte Markthalle und ziemlich alte Häuser. Aber der Flair oder die Stimmung hier wird ein bisschen gestört, finde ich, durch die ganzen Fahrzeuge, die hier stehen dürfen. Und diese ganzen Reklameschilder, die dann an diesen schönen alten Mauern schon angepappt sind. Also finde ich jetzt nicht so besonders. Also außer die Kirche und diese Markthalle gibt es hier eigentlich jetzt nicht so besonders viel zu sehen. Klar, im Sommer ist es bestimmt ein schönes Städtchen, aber es hatte wahrscheinlich irgendwie seinen Grund, dass es nicht auf unserer Route eingeplant war. Es war Eingebung. Schicksal hatten wir heute schon mal, ne? Es ist ja eigentlich auch gar nicht mal so schlimm, wenn wir mal ein Dorf finden, was nicht so attraktiv ist. Dann wisst ihr wenigstens Bescheid, dass ihr nicht unbedingt hier hin müsst. Ganz genau. Einen schönen guten Morgen. Upsa. Einen schönen guten Morgen aus Villarreal noch immer. Wir haben hier die Nacht verbracht auf dem Stellplatz und haben jetzt beschlossen, wir müssen den Van sauber machen, weil hier liegen überall Krümel rum, Baguette-Krümel, Haare, keine Ahnung, was hier alles rumliegt, aber in so einem kleinen Wagen. Das geht nicht. Erzählt uns mal, wie oft macht ihr sauber im Van, wenn ihr unterwegs seid? Einmal die Woche? Einmal im Monat? Also wir machen das ziemlich oft. Vielleicht sind wir da auch ein bisschen, ich weiß nicht. So, die Teppiche haben es auch bitter nötig. Sind wir unterwegs zu unserem nächsten schönsten Dorf Frankreichs, Dorf Nummer 17. Ach nein, ich muss ja jetzt immer eins hinzuzählen. Also dann Dorf Nummer 18. Mal gucken, ob wir was sehen, weil hier ist ziemlich viel Nebel. Wenn wir es dann finden, zeigen wir euch es auch gleich. Bis dann. Montflanquin. Und eine Infotafel. Ich habe einen Plan. Hier ist ein Weg eingezeichnet, den man gehen soll oder wir müssen. Ich habe mir das Ganze mal abfotografiert. Na dann, los geht's. Thank you.
Und hier sind sie wieder, unsere komischen Körbe. Wir haben aber jetzt herausgefunden, was es ist, weil hier steht's erklärt. Es sind Messeinheiten fürs Korn. Das Volumen wurde in diesen Körben gemessen und dann wurde das nachher wieder zurück in den Sack transportiert. Foltergerät. Wäre doch viel cooler gewesen. Sogar die Hausnummern sind einheitlich. Richtig cool. Ihr habt ja auch die Straßenschilder gesehen. Man merkt richtig an so Dörfern wie hier jetzt auch, dass verschiedene Dörfer sich mehr Mühe geben, schön zu präsentieren als andere. Hier findet man überall alte Bilder, Fotos der Stadt. Richtig cool. Tja, und so viel zur Aussicht. Also wir stellen uns das Schloss jetzt mal einfach imaginär vor. Das steht da? Da irgendwo. Ja, kann man nichts machen, ne? Bisschen neblig. Aber das Dorf ist sehr schön. Der Nebel ist weg. Tada! Wir sind in Pujol. Nummer. Viel. 19. Warum ziehe ich die eigentlich nicht an, wenn ich die auf dem Kopf habe, ne? Weil die Sonne blendet. Schön. Die Aussicht verspricht ja schon mal viel hier. Wunderschön. Gut, dass der Nebel weg ist. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch eine bessere Aussicht finden als die hier schon. Wo willst du eine bessere Aussicht finden? Es gibt bestimmt noch eine bessere. Ein bisschen mit Mittelalter und so. Pujol. Wunderschön. Also meiner Meinung nach ein weiterer Favorit. Wir haben gerade herausgefunden, dass wir null Infos über dieses Dorf haben. Es hat eine schöne Aussicht. Es ist ein wunderschönes Dorf. Ich glaube, es punktet auch vor allem mit der Aussicht. Und dann gibt es hier noch, ich glaube, zwei Kirchen, die auch sehr, sehr schön sind. Ziemlich klein. Man ist schnell durch, aber ein Besuch definitiv lohnt sich. Und für uns geht die Reise weiter. Wir beenden dieses Video mit diesen Aufnahmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen zu dem Ganzen habt, stellt uns die in den Kommentaren. Lasst uns einen Daumen nach oben, wenn das Video gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss. Tschüss.